Ich finde das sogar. Atemlose hat schon Funk aufgenommen, Funkverkehr aufgenommen. Dankeschön. Dann danke ich bitte wieder Vollmann zunächst einmal. Und hier sehen wir Brandrichtung Rüger mit vollem Wasser. Kanonen an Deck. Es geht los. Das einzigartige Hamburger Lötterballett. Schöner Auftrag zu diesem Schlepperballett an diesem sonnenbeschienenen Abend. Neben mir steht Dietrich Petersen und er hat genau aufgeschrieben und notiert, wie das Ganze läuft. Wie viele Proben braucht man für das Schlepperballett? Ja, an und für sich nur eine, denn wir arbeiten das ganze Jahr mit den Schleppern und das Arbeiten mit den Schiffen und das Kauen der Schiffe ist jedes Mal ein Ballett. Thank you.
einmalig auch heute wieder das Hamburger Schlepperballett unter der Choreografie von Dietrich Petersen, unserem Abendlotsen, der hier genauso beeindruckt ist wie ich, dass die Schlepper das machen, was er denen über Funk sagt. Im Augenblick etwas schwierig, denn das Feuerwehrlöschboot hat sich aus dem Kreis verabschiedet, hat sich in den Hintergrund zurückgezogen und jetzt ist das ein bisschen gegen die Choreografie. Jetzt muss neu aufgebaut werden, aber insgesamt ein wunderschönes Bild, sonnenbeschienen, diese großen Hamburger Seeelefanten und man merkt, mit welcher Leichtigkeit sie dann doch, wenn sie aufgefordert sind, dann tatsächlich tanzen können im Wiegeschritt. Bitte Dietrich Petersen. Ja, wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Flugstrom, wir setzen uns ein bisschen weiter nach oben. Wir wollen ja, dass Sie alle was davon sehen und alle was davon haben. Deswegen kommen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach Westen und bilden eine neue Formation. Meine Damen und Herren, der besondere Antrieb dieser Schlepper erlaubt, deswegen seitwärts zu fahren. Das ist auch notwendig bei der täglichen Arbeit im Hafen. Wir müssen äußerst manövrierfähig sein. Diese Schlepper zusammen haben jetzt ungefähr 15.000 PS, knappe 15.000 Pferde, drehen sich jetzt umeinander. Das ist auch das, was sie täglich im Hafen unter Anweisung der Hafenlotsen machen. Und das Ganze ist entstanden. Dieses Schlepperballett aus dem Bedürfnis der neuen Antriebsfirmen, dass sie das mal zeigen wollten, den Fachleuten. Und daraus ist dann das Schlepperballett entstanden, weil man gesagt hatte, das interessiert die Öffentlichkeit sicher auch. Ich hoffe, Sie haben Vergnügen daran, den Schleppern dabei zuzuhören. So, weiter geht's, ein nächstes Bild und Branddirektor spritzt da draußen aus allen Rohren, was er hat und der Neue kann noch viel weiter, aber der Neue ist heute nicht im Einsatz. Wir haben ja ein neues Feuerlöschboot, das modernste aus ganz Europa, kann 180 Meter hoch und 220 Meter weit spritzen, also damit weit über die Kühlbrandbrücke hinüberspritzen, ist gerade eingeweiht worden am Anfang dieses Jahres. Branddirektor Westphal heißt es, hat 18 Millionen Euro gekostet und ist jetzt der Star im Hamburger Hafen, hat auch die Einlaufparade angeführt, aber heute ist unsere Parade die der Schlepper und jetzt geht's weiter mit einem neuen Stück der Musik. Bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, das ist, geht den Schleppern so wie uns auch beim Tanzen. Und mal geht das ein bisschen leichtfüßiger von Stand und mal dauert das etwas, ist das etwas gemütlicher. Wir treten unseren Partner ja auch manchmal auf die Füße. Und so geht das den Schleppern auch. Die tun ihr Bestes, die schöpfen alle technischen Möglichkeiten aus. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, wenn das denn auch mal nicht ganz so harmonisch ist, wie im wirklichen Leben im Tanz. So, weiter geht's. Jetzt löst sich also dieser sternförmige Kreis und der Verband auf. Und es geht wieder nach Westen, ein bisschen der Sonne entgegen. Kapitän Pedersen blättert um die Choreografie. Wir kommen zu dem sogenannten Bild Nummer 5. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Auf alle Fälle, natürlich kann kein Ballett ohne Musik auskommen. Jetzt werden die Fairplay 6 und die Wilhelmine werden ein Pärchen bilden und die Buxia 15 und die Buxia 18. Und dann wollen wir mal sehen, wie die beiden zusammen Walzer tanzen. Es ist Damenwahl, ja.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir mal sehen, wer führt von den beiden, welches ist der führende Part. Aber das wird sich gleich herausstellen. Ich glaube, wenn Sie mal zwischendurch ganz doll klatschen, dann können Sie das an Bord hören. Weiter geht es mit dem berühmten Hamburger Schlepperballett und natürlich zu Musikklängen, so wie sie eigentlich auch aus der Elbphilharmonie kommen könnten, wo heute ja Ann-Sophie Mutter spielt und das Ganze wird nach draußen übertragen. Also der Abendgeburtstag Hamburg in seiner besten Form und das ganze Sonnenbeschienen. Was gibt es mehr? Dietrich Petersen lässt auffahren, die Schlepper parallel bzw. 90 Grad zu den Landungsbrücken und dann kommen wir zu Punkt 6, weiter mit Musik. Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt, morgen auf, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Los, los. Direkt vom Grönland, von Nordkost, mit dem Burgen nach dem Dorf. Wenn du vom Balkan kommst, was wird passieren, dass du mich mal auffällst? Wenn du aus China kommst, sehen die Leute hier komisch aus. Wenn ich weit, weit weg bin, ob in Sydney oder Rom, dann denk ich, Hamburg, Mann.
jetzt wollen wir mal sehen, ob die Schlepper Ringelpiets mit anfassen können. Die stellen jetzt in einer Linie und drehen sich dann um die gerade Linie. Der Stroh behindert das ein bisschen, aber die werden zusammen jetzt einen Vollkreis drehen. Das Hamburger Schlepperballett unter der Choreografie von Kapitän Dietrich Petersen. Weiter geht's.
Das war das Hamburger Schlepperballett mit der Feuerwehr und sieben Schleppern. Wir bedanken uns bei Dietrich Petersen im Ballett und da Dankeschön beim Fairplay, Kapitän Unruh. Wir danken der Wilhelmine mit Herrn Lückengamruder. Die Buxier 15 wurde gefahren von Herrn Harnisch. Danke auch an Herrn Rosenbaum und an die Tau 3. Herrn Martens, Dankeschön und ein großer Schlussakkord und dann sind wir durch. Vielen Dank. Hamburg sagt man tschüss.